Aber dann sollten wir auch dann bitte nicht übersehen, dass es Luther in seiner theologischen Arbeit um die richtige christliche Identität ging, um die angemessene und kritische Lesart des eigenen Selbstverständnisses. Und als Luther sich hierzu äußerte, eckte er vielfach bei der Obrigkeit in Kirche und Politik an. Das hat Luther aber nicht davon abgehalten, seine Überzeugungen öffentlich zu machen. Luther war von der Unbequemlichkeit, die heute gerade von dunkelroten, grünen und roten verächtlich gemacht wird, weil er den Leuten aufs Maul schaute und in der Sprache der Leute redete. Tut man heute so etwas, wird man von Linksgrünen als Populist gebrandmarkt. Und ich persönlich habe nicht die geringsten Zweifel, dass ein Martin Luther, trete er heute auch vom linksgrünen Establishment in Grund und Boden verdammt werden würde. Wäre Luther unser Zeitgenosse, würde sein Facebook-Konto gelöscht, Justizminister Maas würde Zensur und Ächtung fordern und die Beauftragten für politische Korrektheit würden Martin Luther Land auf, Land ab bezichtigen, Hass zu verbreiten. Was würde man auch von jemandem halten dürfen, der diverse Schriften und Predigten wider die Türken veröffentlichte? Von jemandem, der angesichts der islamischen Bedrohung Europas dazu aufforderte, sich umso mehr des eigenen zu besinnen? Ja, dieser Mann würde heute von denjenigen, die sich jetzt so gern auf ihn berufen, als übler Rechtspopulist gebrandmarkt. All dies blendet der gegenwärtige politische Umgang mit Martin Luther lieber aus. Man biegt sich seinen Luther zurecht, spült ihn weich oder relativiert ihn unter Hinweis auf die historischen Kontexte. Das ist scheinheilig und ich setze darauf, dass die Gäste, die im Zusammenhang mit dem 500. Reformationsjubiläum nach Thüringen kommen, am ganzen Martin Luther interessiert sein werden und nicht allein an der politisch korrekten, weichgespülten Version, die uns ein dunkelroter Ministerpräsident und andere vorgaukeln wollen.